Herzlich willkommen zu einem wunderschönen Pokémon Schwert und Schild Wi-Fi Battle im zweiten DLC Meter. Ich habe euch heute ein wunderschönes Team um Regieleki und Zapdos Galar mitgebracht, welches besteht aus Regieleki, Tapu Koko, Zapdos Galar, Mosquito, Sumpex und Magierna. Das Team wurde so gebaut, dass das Zentrum Zapdos Galar und Regieleki und Koko gebildet haben, weil das eigentlich relativ einfach zu bauende Teams sind. Tapu Koko holt das Terrain für Regieleki raus. Regieleki böllert dann einfach, weil es eine Böllermaschine. Zapdos Galar ist dafür da, dass die Fox gepunished werden durch seine Fähigkeit Defiant. Dann gibt es natürlich so Grounds, die relativ common sind, wie Zygarde zum Beispiel. Die werden dann von Buzzword und Swampert gecheckt. Und Magierna ist noch dafür da, um primär das wundervolle Spectria so ein bisschen zu checken, dadurch, dass es die Offensivweste hat. Sollte das hoffentlich ganz gut funktionieren. Inzwischen würde ich in dem Team eine kleine Änderung tatsächlich reinhauen. Und zwar würde ich, Lenotin natürlich übrigens auch, würde ich statt Magierna hier Klefki spielen, um das Item auf Lenotin zu bringen. Und zwar gibt es ein Item, mit dem man die Möglichkeit hat, das Item, wie heißt das? Uiuiui, ich weiß es gerade gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall, um die Immunität von Landorus T wegzunehmen, also die Bodenimmunität gegenüber Elektroattacken. Ist noch nicht in diesem Team drin. Aus dem einfachen Grund, dass das ja halt jetzt einfach so ist und ich ansonsten gar kein Spectria-Switching wirklich gut habe. Klar, es gäbe als Möglichkeit einfach speziell defensives Klefki, aber ja, der kommt da so semi-geil rein. Da ist Magierna doch noch ein bisschen besser. Und wir haben eigentlich ganz gut was gegen Grounds, wie vor allem Landoti dabei. Also das Schöne an Landoti ist, der hat ja Bedroher und das gibt uns die Möglichkeit, mit Zapdos Galar einen Defiant, also einen Siegeswillen-Boost mitzunehmen, der uns dann auf plus 1 Attack bringt. Mit dem Walban zusammen haben wir quasi einen Schwertanz-Intus. Und dann wird es schwierig für den Gegner, da richtig gut was reinzuwerfen. Und dann gucken wir mal, wie der Kampf so laufen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tornadus T auch im Lead ist. Ich habe aber auf jeden Fall Zapdos Galar als Lead gewählt. Aus dem einfachen Grund, dass wir damit das Landorus T direkt punishen. Und es kommt Tapu Koko im Lead. Das ist ein bisschen doof, aber damit leben wir jetzt einfach mal. Wir haben unseren Roadrunner vorne. Mit dem müssen wir natürlich rausgehen. Das ist ganz klar, wir bleiben da nicht drin. Ich kann mir gut vorstellen, wenn er einen Momentum-Move hat, kann er ihn hier drücken. Wir können allerdings in unser eigenes Tapu Koko hier gehen oder sogar in Sven. Vorerst weiß ich allerdings noch nicht, ob hier ein Strauchler drauf ist, weshalb ich hier erstmal auf die sichere Variante gehen würde und in Tapu Koko gehe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das ganz normale Tapu Koko Set mit Donnerblitz, Zauberschein, Verhöhner und Ruheort ist. Das ist momentan das, was im OU am ehesten kommen ist, also was man am meisten sieht, einfach weil du damit die 1v1s auch gegen zum Beispiel Zapdos gewinnst. Deshalb kann ich mir das halt sehr gut vorstellen. Es kommt auf jeden Fall ein Zauberschein, der macht wie viel? Das ist Specs. Okay. Vergessen wir das schon mal. Wir haben hier absoluten Specs-Damage gesehen. Das heißt, wir gehen in unser Southwest Magierna. Das ist sehr, sehr schlecht, weil ein Wahlglas bzw. eine Wahlbrille auf dem Teil ist sehr gefährlich und kann sehr nervig sein. Dann müssen wir einfach mal gucken, wie wir da weiter drum herum spielen. Ist halt dann immer eine 50-50, in was wir gehen. Er ruft auf jeden Fall zurück, predicted wahrscheinlich den Magierna-Switch-Out. Und geht den Noir, das ist Heatran. Okay, das hat er auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. War natürlich relativ obvious, dass wir diesen Spielzug hier machen. Aber ich muss jetzt hier erstmal auf Nummer sicher spielen. Wir gehen dann direkt wieder in Swampert raus. Also da gibt es gar keine Frage. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er hier die Tarnsteine rauslegt. Dass Tapu Koko jetzt schon so hart angedamaged ist, ist für Regieleki sehr, sehr schlecht, muss man sagen. Weil wir dadurch mit der Hochspannung nicht so gut arbeiten können. Hochspannung wird ja geboostet, wenn das Elektrofeld draußen ist. Und das ist nicht ganz so nice. Er geht auf den Flammensturm. Bitte kein Burn. Kein Burn, kein Burn, kein Burn, kein Burn, kein Burn, kein Burn. Sehr schön. Wir kriegen mit den Überresten auf jeden Fall wieder ein bisschen Heilung. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, genau genommen sogar drei, einfach mit EQ angreifen, was wahrscheinlich die schlechteste aller Möglichkeiten ist, Tarnsteine rauszuwerfen, was sehr nice wäre, oder einfach eine Rollwende zu drücken. Ich würde mich hier tatsächlich für die Tarnsteine entscheiden, weil immer weiter ein bisschen Damage auf den Gegner zu bekommen, ist immer eine ganz coole Sache. Und dadurch, dass auch keine Tarnsteine jetzt auf unserer Seite sind, haben wir durchaus nochmal die Möglichkeit, Koko hochzuheilen. Er entscheidet sich hier auf jeden Fall rauszugehen und geht den Wehr. Das ist wahrscheinlich Tornadus T. Das ist okay für uns erst einmal. Wir kriegen Tarnsteine. Und dann würde ich tatsächlich hier auch wieder auf eine Rollwende gehen.
Wobei wir hier natürlich nicht super gut dastehen. Wenn er Strauchler spielt, ist das auf jeden Fall sehr nervig. Dann könnte er hier nämlich Sumpex direkt rausnehmen. Andererseits weiß ich nicht, ob das so common ist. Ich würde hier auf eine Rollwende gehen, weil ich mir auch vorstellen kann, dass er einfach auflockern drückt. Vielleicht leben wir sogar einen Strauchler, aber das bezweifle ich sehr stark. Kehrtwende, auflockern, Orkan und Abschlag wäre jetzt so momentan das, woran ich denken würde. Jetzt ist natürlich unser Item weg, das ist nicht ganz so knackig, aber wir kriegen die Rollwende raus. Kriegen ein bisschen Chip-Damage und er hat einen Boilenhelm, okay, gut zu wissen. Das heißt, Tornado ist hier auf jeden Fall sehr nervig für uns. Wir können jetzt eigentlich erst einmal in Coco Jumbo gehen, in unser Tapu Koko und das wieder frisch aufs Feld bringen. Und was ich mit frisch aufs Feld bringen meine, ist einfach, wir können wieder Ruhe, also wir können ihn wieder hochheilen, weil wir Ruheort drücken können. Das finde ich schon mal ganz nett, dass wir das machen können. Das Terrain ist halt jetzt weg, was super nervig ist. Aber damit müssen wir jetzt leider einfach leben. Der Boilenhelm ist natürlich nervig, weil wir dadurch mit Sumpex nicht einfach so Rollwände drücken können, weil wir halt immer dafür gepunished werden, wenn wir diesen Move klicken. Und das ist nicht ganz so nice, aber es ist halt noch aushaltbar, weil wir können vielleicht auch einfach mal mit einem Double oder so da Momentum für uns generieren. Hochzuheilen ist hier auf jeden Fall der Play, weil wir Tapu Koko auf jeden Fall noch brauchen. Wir müssen irgendwie das Lando T noch reinbekommen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da schauen wir einfach mal, wie das so funktioniert. Ich glaube, er selber hat in Tapu Koko auch nicht wirklich den besten Switchen. Lando T ist auf jeden Fall der Switchen. Das nehme ich auf jeden Fall. Wir kriegen halt jetzt erst einmal eine Runde Ruheort raus. Ich bin gespannt, ob darauf vielleicht die Tarnsteine liegen. Die könnt ihr natürlich auch für unser Team klicken. Wir heilen uns auf jeden Fall jetzt wieder hoch. Wir würden nicht in einen weiteren Zauberschein von dem gegnerischen Tapu Koko reinkommen, was sehr nervig ist. Aber hey, damit leben wir. Also müssen wir halt eigentlich leben. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in unser Mosquito, denn im Normalfall hat Landorus T keine Möglichkeit, Mosquito sehr gut zu hitten. Weshalb ich das sehr gut finde, neben dem Punkt, dass auch Mosquito sehr gut gegen Zygarde steht. Und das ist halt einfach eine super coole Sache für Coco und Regieleki zusammen, dass man dadurch einfach eine sehr, sehr gute Antwort auf beiden hat. So, und er geht jetzt auf eine Steinkante. Selbst die sollten wir ganz gut abfangen, weil wir halt relativ physisch defensiv sind und wie wir die gegessen haben. Wie ein junger Jesus haben wir die gegessen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auf den Eisheap. Ich weiß natürlich noch nicht, ob er gelockt ist. Dadurch, dass er jetzt predicted hat mit einer Steinkante. Naja, ich hätte eher gesagt, dass er auf eine Kehrtwende oder so geht, da aber hier nicht Tarnsteine rauslegt, was eigentlich absolut free für ihn an diesem Punkt gewesen wäre. Würde ich fast sagen, dass er keine Tarnsteine auf diesem Set hat. Dementsprechend müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt hier Sumpex reinkommt. Und wahrscheinlich würden auf Sumpex die Tarnsteine liegen. Das heißt, bei dem müssen wir ein bisschen gucken, dass wir die wegbekommen. Sumpex wegzubekommen, allgemein schwierige Aufgabe. Deshalb würde ich jetzt, wenn der reinkommt, das auch sogar ein bisschen appreciaten. Es kommt Spectre aber tatsächlich rein, okay. Auf den nehme ich den Damage aber allemal. Ice Heap kommt. Vielleicht nehmen wir einen kleinen, aber feinen Freeze mit. Oh, der nächste Ice Heap könnte da sogar schon reichen. Wir müssen auf jeden Fall Magiana gehen. Denn Magiana ist das Einzige, was so einigermaßen in Spectre in diesem Team leider reinkommt. Es ist ein bisschen doof, dass ich ausgerechnet Unlucky in Spectre im ersten Battle reinrenne, wo ich mir dachte, ja komm, wir nehmen mal nur Magiana hier rein. Assault, was ist es ganz okay. Und er geht auf ein Irrlicht. Okay, das ist also auf jeden Fall ein Hex-Set. Also Hex ist mit im Repertoire von diesem Spectre, würde ich einfach mal sagen. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier... Okay, er hat keine Überreste, dann ist es auch kein Subset, würde ich sagen. Er wird eigentlich nicht hier in Lando T gehen. Deshalb, ich würde hier einfach... Ja, ich glaube, so oder so ist ein Kanonenbouquet hier eigentlich ein relativ freer Move zum Drücken, weil er hat keinen perfekten Switch-In. Wir sind Modest Full Special Attack, also mäßiges Wesen, voller Spezialangriff und haben dadurch eigentlich die Möglichkeit, hier irgendetwas massiven Damage zu geben. Das nächste Mal werden wir mit Magiana, glaube ich, nur ganz, ganz schwer an das Teil reinkommen. Aus dem einfachen Grund, dass jetzt er Hex drücken kann. Ich weiß gerade gar nicht, wie Hex auf Deutsch heißt. Ich glaube, Bürde. Was das Ganze ein bisschen schwierig macht. Ah, schade, er geht den Heatran. Leider ist dadurch das Kanonenbouquet nicht ganz so gut aufgegangen, weil ich mir dachte, er wird wahrscheinlich in Sumpex oder Lando T gehen, die beide die Möglichkeit haben, meinen Voidwechsel sehr gut abzufangen. Ist halt eben nicht passiert, was tatsächlich wirklich richtig kacke für mich ist, weil ich dadurch kein Momentum aufbauen konnte. Volt Switch, wenn das eine Nullrunde gewesen wäre, wäre noch schlimmer gewesen. Aber ich hätte gesagt, Heatran von allen Mons schickt er am ehesten sogar nicht rein. So, gegen den müssen wir fast schon wieder in Sumpex gehen.
Das ist auch Sumpeks primäre Aufgabe, in diesen Sequin reinzukommen. Ich denke nicht, dass er jetzt hier predicten wird, weil wenn der Predict nicht aufgeht und nicht... Ja, wobei, er könnte es sich hier sogar erlauben zu predicten, ist so die Sache. Wir gehen als erstes raus, okay. Dann wird er ziemlich sicher drinbleiben, weil Heatran's Base Speed wesentlich besser ist als der von Magirna. Und er legt auch die Tarnsteine raus. Das heißt, er merkt, dass dieses Rumgeswitche langsam aber sicher ein bisschen nervig für ihn ist. Und er damit nicht mehr ganz so gut vorankommt. Jetzt bin ich aber allerdings gespannt, was auf Sumpex noch so drauf liegt. Das werden wir wohl relativ bald herausfinden. Ich würde jetzt auf den Switchout in das Tornadus T würde ich gerne einfach hart rausgehen. Einfach nicht noch mehr unnötig Damage nehmen, sondern einfach hier hart rausgehen, weil ziemlich sicher Tornadus T kommen wird. Er hat eigentlich keinen Grund, da nicht rauszugehen. Elektroerzeuger ist wieder da. Er hat halt zwei Boden-Pokémon, was super nervig ist. Also mit diesem Team sind wir richtig kacke in den ersten Kampf quasi reingegangen. Und der geht auf dem Schutzschild. Das ist sogar im Endeffekt okay. Weil ich eigentlich auch ganz gern den Donnerblitz-Damage hier drauf mitnehme. Jetzt muss ich nur mal überlegen, ob ich den nehmen will oder nicht. Weil er hat eigentlich Landot hier, hat auch Sumpex, um da reinzugehen. Er könnte natürlich nochmal scouten. Ich würde hier auf den Zauberschein gehen, einfach um ein bisschen zu predikten, weil er relativ viel predicted hat. Bisher geht gar nichts auf und er geht auf ein Toxin. Okay, oh Gott, das läuft bisher gar nicht gut für uns. Also wirklich gar nicht. Ich glaube, ein Verhöhner wäre hier vielleicht sogar ein Play gewesen, den man hätte machen können. Oh, ist das nervig, dass das gerade so überhaupt nicht aufgeht. Ich hoffe, es kommt nicht zum Timer auslaufen, weil das wäre super belastend. Weil eigentlich so Timer auslaufen immer mega ranzig ist. Ich muss halt hier auf den Ruheort klicken, weil ich ein Schutzschild eigentlich hier erwartet habe, aber das drückt er auch nicht. Bisher geht gar nichts auf. Also wirklich gar nichts, was ich hier versuche. Das ist richtig schlimm momentan. Okay, und der Flammensturm macht viel zu viel Damage. Also wirklich viel zu viel. Momentan hier irgendwie gut was zu breaken, ist halt auch super schwierig, dadurch, dass einfach zwei Boden-Pokémon im Gegnerteam sind. Und ich die nicht wirklich irgendwie reinlearnen kann momentan. Das ist halt extremst nervig. Ich gehe jetzt auf den Donnerblitz, weil wir brauchen auf Heatran jetzt den Damage langsam. Und das macht gar nichts. Das ist komplett Spidef, gut zu wissen. Damit ist halt Tapu Koko weg. Ist es aber nicht allzu schlimm, weil unser Gegner auch Tapu Koko hat. Somit uns auch das Terrain providen kann. Ja, muss man mal gucken, wie das so aufgeht. Wir können halt jetzt in Regieleki gehen. Und ich würde dann einfach meinen Turbodreher drücken, damit die ganze Scheiße hier nicht mehr rumliegt. Er wird wahrscheinlich hier nochmal... Ja, er kann halt Schutzschild wieder drücken. Ich gehe trotzdem mal auf Hochspannung. Er wird 100% eigentlich Schutzschild drücken. Also eigentlich... mich würde es jetzt wundern, wenn er rausgeht, weil das würde in meinem Kopf eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Denn irgendwie kommt er damit auch nicht perfekt weiter. Also weiß ich nicht. Eigentlich kann er hier for free Schutzschild drücken. Also ich weiß gerade nicht, was er überlegt. Ob er überlegt, ob er in seinem Boden-Pokémon gehen soll. Weil er kann halt hier einfach... Er drückt nicht mal Schutzschild. Wir kriegen eine Hochspannung raus. Das war's mit Heatran. Okay, das hat mich jetzt doch sehr überrascht. Dass das gerade funktioniert hat. Damit hätte ich niemals gerechnet, dass das funktioniert. Es sind halt immer noch zwei Boden-Pokémon im Gegnerteam. Wir haben immer noch Zapdos Galar. Er hat immer noch... Also jetzt können wir, glaube ich, sogar Sturzflug einfach drücken und killen gefühlt irgendwas. Also muss ich mal gucken, was er noch so im Petto hat. Er hat halt sein Tornadus T noch. Das können wir ganz gut besiegen. Da müssen wir mal gucken. Er geht auf jeden Fall in Swampert. Ist jetzt nicht sonderlich eine Überraschung. Wir haben nicht wirklich was gegen das im Petto. Wir können halt in Flex gehen. Oder wir gehen in unser eigenes Swampert. Ich würde momentan tendieren, in Flex zu gehen. Weil wir immer noch da ganz gut was abfangen. Und ich muss schauen, dass das Teil langsam weggeht. Also dieses äußerst nervige Swampert. Genauso wie Lando T weg muss. Weil so lange können wir mit Regieleki nicht gewinnen. Ansonsten würden wir tatsächlich mit dem gewinnen. Bis wir das nicht hinbekommen, tun wir das nicht. Ein Ice Heap kommt, das ist okay für mich. Der macht sich selber Schaden mit Beulenhelm. Also von dem her, fine by me. Plus kommen wir dann immer schneller in eine Range, wo wir dann halt mit Brave Bird ganz gut Damage machen können. Ich überlege gerade, in wen er jetzt gehen würde. Spectrier oder Tapu Koko.
Oder in seinen Tornadus T natürlich. Ich würde hier glatt auf einen Ice Heap oder auf einen Gift Heap sogar über. Ich bin dann in der Überlegung, auf einen Gift Heap zu gehen, weil ich eigentlich sogar das Tapu Koko hier reinkommen sehe. Und so oder so wäre auch die Möglichkeit, ein Poison mitzunehmen, was glaube ich auch eine gute Möglichkeit für uns wäre. Ich weiß ja nicht, ob er mit Sumpex hier auf einen Flip-Turn gehen möchte. Das hätte man vielleicht noch bedenken sollen, dass ein Flip-Turn auf jeden Fall ein guter Move für ihn wäre. Vielleicht wäre Ruheort dann besser gewesen, aber ich würde jetzt hier ein bisschen gerne nach dem Poison auch fischen. Weil ich glaube, Sumpex sonst wegzubekommen ist ein bisschen schwierig. Ah, schade, kriegen wir nicht. Aber er macht sich Gott sei Dank nochmal selber Damage. Wir kommen auf jeden Fall nochmal in einen Move vom Sumpex rein und wir sind schneller als Sumpex, also können wir auch gegen Sumpex zur Not nochmal Ruheort klicken. Das heißt, diese Informationen müssen wir natürlich alle jetzt im Kopf noch behalten. Er wird wahrscheinlich in Tornadus T gehen, also es gibt eigentlich keinen Grund für ihn nicht da reinzugehen. Und dann müssen wir schon gucken, was wir machen. Höchstwahrscheinlich wird es dann so sein, dass wir Sumpex reinwerfen müssen. Es kommt Tapu Koko. Wir werfen sowas von Sumpex rein. Es gibt ja mal gar keinen Grund, hier nicht Sumpex reinzuwerfen. Ich sehe ihn halt sich auf Zauberschein locken. Das ist auf jeden Fall eigentlich sein bester Zug. Kann uns Sumpex noch was bringen? Ja, gegen Lando T eigentlich. Würde wahrscheinlich auch einen Move von Spectre überleben. Weil Magierna noch mehr Damage fressen zu lassen, fühle ich auch nicht. Aber ich glaube, ich muss jetzt hier versuchen, mehr Mons zu behalten, damit ich mehr Sacks später habe. Damit ich besser mit Regieelik hier arbeiten kann. Ich glaube, so muss ich spielen, dass das funktioniert. Und er geht auf Donnerblitz. Oh Gott, ich breche in die Ecke. Wieso funktioniert eigentlich gerade gar nichts, was ich tue? Das kann es eigentlich gar nicht sein. Ich dachte mir so, also zu jedem Zeitpunkt hätte ich hier einen Zauberschein erwartet. Aber wirklich zu jedem. Manometer, ey. Ich weiß nicht, ob ich overpredikte. Oder was ich hier jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf falsch mache, weil... Ja gut, ich weiß nicht, ob er schon weiß, dass ich weiß, dass er Wahlglas ist. Weil, also außer ich verkalkuliere mich komplett, aber... Der Damage da am Anfang war 1000% Wahlglas. Aber wirklich 1000%. Ich gehe jetzt hier auch wieder auf die Rollwände, hole mir Momentum. Oh, das ist halt richtig... Das ist richtig scheiße, weil Magierna jetzt kein Switcher mehr in Spectre ist. Und wenn Spectre Scarf ist, dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil dann Regieelik hier auch nicht mehr outspeedet. Und wie das bisher gewirkt hat, ist der, glaube ich, wirklich dieses dumme Scarf-Set, was ich auch mal gebracht habe. Und das aufzuhalten ist nahezu möglich mit dem, was wir jetzt noch haben. Und er... Oh. Oh, bitte lass das ausreichen. Bitte lass das ausreichen. Bitte lass das ausreichen. Rollwende kommt. Bitte lass das ausreichen. Oh nein. Aber er kommt wenigstens nicht mehr rein. Das ist schon mal etwas. Wir gehen in... Nee, wir gehen in... Wir haben eigentlich gar keinen Switch in da rein, ne? Oh Mann! Wäre ich auf Erdbeben gegangen, wäre der weg gewesen. Scheiße. Ich gehe jetzt in Magierna. Das wird halt draufgehen, ist die Sache. Dann kriegt er seinen Boost. Ich muss in Regieeliki gehen. Ich glaube, ich hätte einfach in Regieeliki gehen müssen und hoffen müssen, dass das nicht reicht. Eigentlich wäre das immer mein Play gewesen. Ah, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Das war ja absolut lost. Warum habe ich das gemacht? Ja, Magierna wird halt draufgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das in irgendeiner Form hätte überleben können. Ich glaube aber nicht. Oh, der hat einen Leben-Orb. Oh! Dann ist alles okay. Dann ist es sogar fein. So, und jetzt ist die Frage, wen schickt er rein? Ich glaube nicht, dass er Tornadus T reinschickt. Ja, doch, kann er. Also... Ah, es ist allgemein gerade sehr schwierig. Ich weiß nicht, was er reinschickt. Ich hoffe tatsächlich, es kommt jetzt Lando T. Das wäre das Beste, was kommt. Oh, das ist sehr gut. Das ist tatsächlich sehr gut. Ich glaube, Bedroher wäre aber jetzt eigentlich schon getriggert. Das heißt, so kommen wir nicht ganz so gut rein, wie ich das gerne hätte. Er kriegt aber Tarnstein-Damage. Oh, Bedroher kommt. Oh, das ist sehr gut. Denn dadurch kriegen wir unseren Siegeswille-Boost. Oh, wir haben nur noch 3 Minuten. Ich hoffe, wir kriegen das noch hin. Und können jetzt auf den Sturzflug gehen. Und ich glaube, er hat keinen Switch in da rein, ne? Nein. Sturzflug, auf geht's. Gönn, Galazapdos, gönn. Wenn er gescarft ist, was er immer noch sehr gut sein kann, dann kann er uns hier mit Steinkante so viel Damage machen, dass wir mit Sturzflug uns selbst rausnehmen.
Und ich kann mir immer noch sehr gut vorstellen, dass es ist. Er ist aber nicht gescarft, Sturz bekommt und es wird reichen, weil wir Wahlband sind. Weg mit Lando T, sehr gut. Damit ist noch ein Ground-Type weg. Das heißt, nur noch Sumpex als Ground muss hier eigentlich weg. Und dann würde Regieliki das eigentlich gewinnen. Ich weiß aber nicht, ob wir das in 3 Minuten noch zu Ende spielen können. Das weiß ich tatsächlich nicht. Plutia kommt, das ist Tapu Koko. Keine wirkliche Überraschung, dass der an dem Punkt kommt. Also wirklich gar keine Überraschung eigentlich. Der kann jetzt hier auch einfach Zauberschein klicken und ich verliere auf jeden Fall einen Mon. Ich weiß halt nicht, ob ich hier Zapdos Galar abwerfen muss. Ich glaube eigentlich nicht. Eigentlich darf ich den nicht abwerfen. Ich glaube, ich muss hier sogar Sven abwerfen. Vielleicht noch die Hoffnung haben, dass er aus irgendwelchen Gründen auf Donnerblitz geht. Aber damit rechne ich halt eigentlich nicht wirklich, dass er das macht. Dass er das irgendwie fehlpredicted oder so. Ja, Zauberschein wird kommen. Dann müssen wir in Regieliki. Oh, der hätte sogar noch einen gelebt. Uiuiui. Ja, wir gehen auf Erdbeben. Er geht halt nochmal auf Zauberschein, klar. Ist ja doch nicht. Doch, der ist gewahrt. 100%. Sumpex ist einfach nur ein Biest. So. Wir schicken natürlich jetzt Regieliki rein. Dann müssten wir eigentlich das Sumpex erwarten. Ist halt die Sache, geht er jetzt in Sumpex? Weil eigentlich ist Sumpex jetzt hier free. Das heißt, wir gehen jetzt in den Roadrunner. Und danach müssen wir gucken, was wir predikten. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich es mir gerade vorstelle, dass mein Double hier aufgeht. Bitte lass den Double aufgehen! Bitte lass ihn aufgehen! Oh, wir haben nur noch 60 Sekunden. Eieieiei. Oh, wir werden, glaube ich, das Ende nicht sehen. Er ruft zurück, perfekt. Bitte gehen Sumpex, bitte gehen Sumpex. Neptun, das ist Sumpex, wunderbar. Wir werden jetzt auf einen Sturzflug, glaube ich, gehen müssen, weil wir das Tornadus Tier warten müssen. Ah, ich hasse es. Wir müssen das Tornadus Tier irgendwie catchen, glaube ich. Oh, er wirft ihn ab. Dann, glaube ich, gewinnt das sogar Regieliki. Oh, Regieliki würde diesen Kampf gewinnen, glaube ich, an dem Punkt. Ja, den hätte dann jetzt... Ich weiß nicht, ob er das wegen der Zeit gemacht hat. Aber dann würde Regieliki diesen Kampf jetzt hier gewinnen. Oder ob er overpredicted hat. Darüber würde ich gerne noch nach dem Kampf einmal kurz mit ihm schreiben. Außer dass Tapu Koko ist gescarft. Dann natürlich ganz andere wilde Situation. Er nimmt uns halt jetzt auf jeden Fall mit dem Zauberschein raus. Ich habe keine Möglichkeit mehr, Regieliki reinzuwerfen. Oh, ich hasse dieser dumme Timer. Er ist so scheiße. Ich hasse ihn wie die Pest, ne? Ich hasse ihn wie die Pest. Elektrofeld ist wieder weg. Aber der Kampf ist auch zu Ende. Oh, ich darf sogar noch mein Regieliki reinwerfen. Das ist aber sehr nett von dir. Du schaffst es, Regieliki rein da. Aber ja, bringt halt auch nicht mehr wirklich irgendwie groß was, ne? Ja, Kampf ist... Oh, ich darf noch... Wie, ich darf noch einen Move drücken. Ich weiß nicht, ob hier Hochspannung mein Play ist oder Blitzgefängnis. Ich glaube sogar Blitzgefängnis, weil ich weiß nicht, ob das andere ausreicht. Du verlierst gegen Flo, steht hier. Ah, das ist aber sehr nett von dir, Spiel. So, jetzt ist die Frage, war Koko gescarft? Weil wenn Koko nicht gescarft war, glaube ich, hätten wir das an dem Punkt gewonnen. Denn wir hätten einfach mit unserem Blitzgefängnis angegriffen. Ich glaube, das hätte noch eine Chance zu missen. Aber das ist dann natürlich auch nochmal wieder was anderes. Oh, Regieliki ist noch nicht mal im Kalk drin. Ich breche in die Ecke, als ob. Wir sind auf jeden Fall timid. Das gucken wir einmal noch kurz nach. Transistor wäre unsere Fähigkeit. Ist das überhaupt schon drin? Transistor ist drin. Wir sind Choice Backs. Also eine wundervolle Wahlbrille. Und dann mit Thunder Cage auf ein normales Tapu Koko. Und das Terrain ist nicht aktiv. Da wäre tatsächlich Thunder Cage sogar noch eine Roll gewesen. Das heißt, das Ganze wäre wirklich auf eine Roll hinausgekommen. Eieiei, das ist unangenehm. Dann wäre es auf eine Roll hinausgekommen. Weil ich dann das Koko nicht 100% rausgenommen hätte. Das andere Mon wäre dann... War es wohl gewesen, der hätte nichts mehr gemacht. War ein super spannender Kampf, muss ich sagen. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. GG an Flo. Ich weiß nicht, ob ich zu blöd zum Predikten war in dem Kampf.
Oder ob er meine Predicts immer predicted hat. Oder ob das dann nochmal so ein Psychospielchen weiter oben war. Ist auch egal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao.